Was geht ab, meine Damen und Herren? Herzlich willkommen zu einer neuen Freitagsfolge auf meinem Kanal. Ja, heute ein bisschen leidenschaftlicher dabei. Der Bruder Mehmetcan holt seine... Oh, guck da dahin. Ich wurde für diese Folge bezahlt. Er wird für diese Folge nicht bezahlt, aber wir werden für diese Folge bezahlen. Und zwar geht es darum, unser liebster Moderator Rudi wird uns Fragen stellen und wir werden sie in den Taschenrechner eintippen. Wer näher dran ist, dem geht's gut. Der andere kriegt einen Gürtel auf dem Rücken. Ein Markengürtel. Falls wir einen Abdruck haben lassen, dann kannst du nächstes Mal, wenn du zum Strand gehst, sagen, ich habe mir diese tätowiert. Praktisch, oder? Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das jetzt. Like die Folge, auch wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Lass einfach einen Daumen hoch da. Okay, let's go. First question. Also, wie viele Weihnachtsbäume werden in Deutschland pro Jahr verkauft? Okay. Okay. Welcher? 80.000. 11 Millionen? 11 Millionen. Ich habe 5,5 Millionen. Es sind circa 30 Millionen. Welcher? Du wolltest das Spiel. Jetzt kannst du es haben. Du hast so 30 Millionen. Der, der am nächsten dran ist, darf klatschen. Okay. Bitteschön. Bruder, du weißt, alles kommt doppelt im Leben zurück. Bruder, du weißt, ich bin ein guter Freund. Ich mach nicht so hart. Weil ich weiß, wann du gewinnst, also auch nicht. Junge, mach richtig. Nein. Wir machen einfach ganz normal, okay? Ja, oh, wer so richtig. Ja, komm, Wallah, da musst du ein bisschen härter kommen, Wallah, das gibt's doch nicht. Leute. Digga, der Junge ist krank. Der steht auf SM. Ich sag schon. Ich will ihm nicht wehtun. Er ist ein guter Fan. Kommen wir zur zweiten Frage. Wie viele Tasten hat ein Klavier? Oh, Wallah, das weiß ich so 100%. Stopp! Ja, fang mal an. Ich hab 75. 42. 88. Ja! Wie viel hast du? Er ist viel weiter weg. Du spielst auch noch Klavier! Ich hab falsch gerechnet, ein Oktav hat 8 Tasten, dann mal 10 sind 80 Stück und ich dachte, ich schaffe das auch. Wie viel? 88. Was war denn dein Oktav? Wie alt ist die älteste noch lebende Schildkröte? Kann ich richtig weit daneben liegen? Ich hab keine Ahnung, Mann. Stopp! Die Rasse, also die Art, oder die echte noch lebende Schildkröte selber. Okay, von 1, 2, 3. So, Jim? Puh, die hat 750. Ich hab 230. 188. Ich lasse sie raus. Ich google das jetzt mal, ich glaub das nicht mal. Wie alt wird denn eine normale Schildkröte? Jim. 750, Digga. Wie lange soll die leben? Vor Christus. Guck mich, Bruder, ich geh. Guck weg mal, was du hast. Weißt du, so ein Fenster im Hund in dein Gesicht guckt, schlag mich nicht. Wuhl, wuhl! Wie oft pro Jahr zwinkert ein durchschnittlicher Mensch? Oha! Wer zählt das, Bruder? Sitzt da jemand und zählt, wie oft der zwinkert? Es ist abnormal viel, du hast irgendwas gesagt, Bruder. 3, 2, 1, die Antworten bitte. Das sind 84 Millionen. Ja! Als ob im Jahr 127.000 Mal. Nur ein Schlag, warum soll ich für diese Folge nur einen Schlag haben? In welchem Jahr kam die CD auf den Markt? Stopp. Ich gehe davon aus. Ja, okay, alles gut. 94, 90, 94, 96. Das ist 82. Also er ist auf jeden Fall. Ja! Und ich bin am weitesten weg, ne? Ja. Bruder, guck nach vorne. Ja. Oh. Jetzt klar, Rudi, stell die nächste Frage. Wie viele Federn hat ein ausgewachsener Schwan? Federn? Ja. Ein ausgewachsener Schwan. Hm. Stopp. 1, 2, 3. Was hat Jam? 200.000 bei Jam, 82.000 und 32.000 sind 25.000. Ich bin wieder am nächsten Mal. Ich bin wieder mal zurück. Ich bin wieder Kameramann. Guck mal, ich zähle dich wirklich runter. Zähl dich auch, hau einfach! 3, 2, 1. So ein Räudiger. Was hab ich dir getan? So ein Räudiger. Wie viele Einkerbungen hat ein Golfball? Diese Löcher. 3, 2, 1, umdrehen. 336. Wie viel hast du? Yusuf darf verteilen an Jens. Ich mach einfach ganz normal locker. Mach wie du willst, Bruder.
mir Zeit, Digga. Du kannst das nicht beeinflussen. Er hat mich einfach gestellt wie eine Mensch, Scheiße. So, eine Frage passend zu unseren Südländern hier. Sag nur, Türkei! Türkei! Wie viel Liter Bier werden in Deutschland pro Kopf jährlich getrunken? Das ist eine angemessene Frage. Kann ich gar nicht beantworten, Digga. Ich hab's vollkommen weg. Sag doch stopp. Stopp! 3, 2, 1. Wie ein paar Schläge. 15.000 Liter pro Kopf. Oder trinkst du nicht mal so viel Wasser oder irgendwas? Okay, 125. Das sind ca. 100 Liter pro Kopf. Echt? Also bin ich am nächsten dran, ne? Was meinst du denn? 15.000. Ein ausgewachsener Mensch besitzt 206 Knochen. Aber mit wie vielen werden wir geboren? Stopp. 3, 2, 1. 301. Echt? Warte, wer? Also Mehmet hat die Schläge von mir, ne? Mehmet hat die Schläge. Das du? Er hat 190. Also wirklich, Mehmet hat letzten Schlag von mir, ne? Kameramann! Mach deinen Arm so. Nein, damit ich das anschaut oder was? Und dann ist nein, oder damit ich den Arm nicht treffe. Ja Leute, das war schon wieder mit unserer Freitagsfolge. Auf jeden Fall lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal nicht vergessen Leute, ganz wichtig. Ansonsten Jungs, was soll ich sagen? Wir sehen uns nächste Woche Freitag. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Wollt ihr noch was sagen Jungs? Ansonsten mach ich jetzt. Wieso? Ich bin Marsch.